Super, jetzt sind wir schon ein paar mehr, dann würde ich starten. Also guten Morgen und herzlich willkommen zu WWF Insider. Mein Name ist Leonie Weltgen, ich moderiere hier das Gespräch und stehe auch im Anschluss für Fragen unter leonie.weltgen@wwf.de zur Verfügung. Unser heutiges Thema lautet Elche in Deutschland, die majestätischen Wanderer kehren zurück. Und zu Gast sind Wildbiologe Dr. Frank-Uwe Michler von der HNE Eberswalde sowie unsere WWF-Wildtierexpertin Nina Gandl. Gemeinsam begleiten sie die Rückkehr der Wisente und Elche im EU-Interreg finanzierten Projekt Vosges-Bonassus Crossing. Und bei unserem heutigen Gespräch geht es um Elche, und zwar um Elche, die wieder hier in Deutschland leben. Und die Tatsache, dass Elche durch Deutschland wandern, ist wirklich kaum jemandem bekannt, und das wollen wir ändern. Deshalb schauen wir uns heute mit unseren Wildtierexperten an, woher die Tiere kommen, warum sie zurückkehren, welche Herausforderungen und Lösungsansätze uns im Zusammenleben mit Mensch und Elch begegnen. Und dabei sprechen wir auch nochmal explizit über die Projektarbeit von Vosges-Bonassus Crossing. Außerdem berichtet Dr. Frank-Uwe Michler, wie die Besenderung von Elchen, besonders der Elchbert, sorry, abgelaufen ist und welche Erkenntnisse er aus den Wanderungen der Tiere zieht. Und warum Elchbert regelmäßig eine Kuhherde in Brandenburg besucht. Bevor wir mit dem Gespräch starten, noch folgende Informationen. Bitte nicht wundern, wenn Sie hier keine weiteren Teilnehmer sehen. Wir sind in einem sogenannten Zoom-Webinar, wo nur Diskussionsteilnehmer sichtbar sind. Sie können aber trotzdem jederzeit Fragen in den Chat stellen und meine Kollegin Samantha Loog wird die Fragen hier entweder direkt ins Gespräch bei uns reingeben oder im Anschluss zur Beantwortung an die Experten geben. Das gesamte Gespräch hier wird aufgezeichnet und steht im Anschluss als Podcast online zur Verfügung. Genau, so, jetzt können wir auch schon loslegen. Nina, ich würde sagen, wir starten mit den Basics. Wie erkenne ich denn überhaupt einen Elch? Ich würde sagen, zuallererst mal an der Größe, denn Elche sind die größte Hirschart der Erde. Und wenn überhaupt hierzulande, dann vielleicht mit dem Rothirsch zu verwechseln, wenn es mal irgendwie nur auf die Ferne gesichtet werden kann oder es schnell gehen muss. Aber schon eben alleine die Größe und die langen Beine des Elches macht den Elch eigentlich einzigartig. Und ein anderes Erkennungsmerkmal ist zum Beispiel, wie man hier auf der Zeichnung sieht, das Schaufelgeweih. Beim Rothirsch ist es ja zum Beispiel das Stangengeweih, wie wir es alle kennen. Dann diese große überhängende Oberlippe, mit denen der Elch, wie man hier auch sieht, Pflanzenteile von der Pflanze zuziehen kann, sagt man bei uns in Deutschland. Und dann natürlich auch der Kehlsack oder Kehlbart, dessen Funktion bisher noch nicht geklärt ist und über das sich die Wissenschaftler auch immer noch streiten. Aber wodurch es eigentlich zu den meisten Verwechslungen kommt, wie ich das meistens beobachte, ist die englische Übersetzung, weil in Amerika übersetzt man Elch eher mit Moose und im englischsprachigen großbritannischen Raum ist es eher Elk. Und der Elk wiederum ist aber in Amerika der Wapiti-Hirsch. Und deswegen sieht man bei der Berichterstattung in Deutschland oft die Hirsche und nicht den Elch. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, und wie leben Elche? Also sind die alleine unterwegs, leben die in der Gruppe? Wie verhalten die sich so? Nee, sind eigentlich typische Einzelgänger. Also so ein richtiges Herdenverhalten ist eigentlich kaum ausgeprägt. Man sieht aber zu bestimmten Zeiten im Jahr auch mal die Elche paarweise oder in kleineren Gruppen. Also zum Beispiel während der Paarungszeit Elchkuh und Elchbulle und danach natürlich das Elchkalb mit der Elchkuh bis zum nächsten Nachwuchs. Dann gibt es auch ab und an Junggesellengruppen zum Beispiel. So was habe ich in Norwegen mal beobachten können. Also mehrere Bullen in einer Gruppe. Es ist absolut beeindruckend, wenn man sowas sieht. Und im Herbst und Winter kommt es auch ab und zu der Bildung von Gruppen an Stellen, wo es besonders viel Nahrung oder Wasser gibt. Aber das ist wirklich eher selten und es wird auch keine so soziale Struktur ausgebildet, wie wir das von typischen Herden- und Rudeltieren kennen. Und was fressen die, wenn die alleine auch unterwegs sind?
alles Mögliche, weil Elche sind absolut gar keine Nahrungsspezialisten. Sie ernähren sich vorzugsweise von energiereichen und leicht verdaulichen Pflanzen und Pflanzenteilen. Aber was sie essen und wie viel sie fressen, das ändert sich im Jahresverlauf. Das ist unterschiedlich, was Alter, Geschlecht angeht und was die Jahreszeit angeht. Im Sommer fressen sie große Mengen an Blätter, Trieben, Gräser, Zweigspitzen, Kräuter und auch saftige Baumrinde oder Ackerfrüchte. Und ihren Salzbedarf decken sie zum Beispiel bei Wasserpflanzen. Und im Winter fressen sie dann, wenn das die Nahrung eher rar ist, auch mal Zweige von Weichlaubhölzern zum Beispiel oder Nadelbäumen, aber auch Nadelkiefern und Sträucher stehen zum Beispiel auf dem Speiseplan. Und da im Winter es eben weniger Nahrung gibt, wird das meiste aber schon im Sommer als Energiereserve angefressen. Und im Winter werden sie auch ganz oft beobachtet, wie sie das Salz von den Straßen lecken, um eben auch da ihren Salzbedarf zu decken. Und da kommt es dann auch immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Okay, dann wissen wir jetzt, wie sich Elche verhalten und was sie fressen. Ich selber habe noch keinen Elch in freier Wildbahn gesehen. Wie sieht denn das mit dem Gefährdungsstatus aus? Sind die gefährdet? In Deutschland gibt es ja wenige, aber so allgemein? Ja, allgemein, dadurch, dass wir in Skandinavien oder in Russland oder in Polen so große Bestandszahlen mittlerweile wieder haben, stuft sie die Weltnaturschutzorganisation, also die IUCN, als nicht gefährdet ein. Aber wie du schon sagst, in Deutschland sind es noch sehr, sehr wenige Elche und ein absoluter Artenschutzerfolg, dass sie wieder zurückkommen. Und schon alleine, das ist wirklich eine Sicherung wert. Wieso wurden die Elche denn in Deutschland ausgerottet oder warum gibt es hier keine Elche mehr oder nur noch sehr wenige wieder? Ja, früher waren sie tatsächlich fast über den ganzen europäischen Kontinent verbreitet und Deutschland und auch Polen zählten zum Zentrum des Verbreitungsgebietes. Und paläontologische Funde, die zeugen auch davon, dass Elche noch bis zum frühen Mittelalter bei uns zahlreich verbreitet waren. Und dann mit der Ausweitung des Kulturraums und der damit verbundenen Entwaldung, also zum Beispiel um Siedlungen zu bauen, um Wege zu bauen oder auch land- und forstwirtschaftliche Flächen zu bekommen und dem Rückgang der Sumpfgebiete vor allem, ist ihr Lebensraum stark zurückgegangen und damit auch die Elche selber. Und eine zweite große Rolle hat auch die intensive Bejagung der Elche gespielt, die ihnen dann auch noch den Rest gegeben haben hier in Mitteleuropa, muss man so sagen. Ja, aber so, ich bin heute ein bisschen irgendwie kratzig im Hals. Wieso kommen denn jetzt die Elche zurück? Also hat sich jetzt etwas in Deutschland verändert oder woran liegt es, dass sie nach der Ausrottung jetzt teilweise wieder da sind? Ja, das liegt vor allem an unseren Nachbarländern, weil nachdem die Tiere so stark zurückgegangen sind, wurden sie zum Beispiel in Russland oder Polen geschützt bzw. aus der Jagd entnommen und die Bestände haben sich wieder erholt. Dann teilweise haben sie es im letzten Jahrhundert auch wieder die Jagd erlaubt und die Bestände sind wieder zurückgegangen. Und jetzt herrscht aber seit 2001 ein Jagdmoratorium in Polen und die Bestände erholen sich dort, die Anzahl steigt. Und auch die Verbreitung breitet sich jetzt immer mehr vom Osten des Landes Richtung Westen und damit Richtung Deutschland aus. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass die Elchbestände sich in Polen erholen. Wir können noch mal kurz darüber reden, wie viele Elche es gerade in Deutschland gibt. Aber wo kommen sie her? Also ist es wirklich so, dass sie dann von Polen hier rüberkommen oder? Ja, genau, unter anderem von Polen oder vor allem in Polen. Das sind vor allem die Elche, die in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gesichtet werden. Es gibt aber oder gab auch eine Population in Tschechien und dadurch sind ab und zu auch in Bayern Elche gesichtet worden. Und es gab aber auch schon einzelne Elche, die weiter gewandert sind und zum Beispiel in Hessen oder Thüringen auch gesichtet wurden. Jetzt hast du gerade schon gesagt, genau, dass die in Teilen von Deutschland aufgetaucht sind. Wir können uns auch mal eine Karte angucken, wo die Elche hier in Deutschland bei uns leben. Wir haben nämlich eine WWF-Karte. Ich mache die einmal auf. Hier kann man, du kannst ja, ich klicke das quasi durch und du kannst mal erzählen, was wir hier genau, sehen. Genau, ich erkläre gerne mal. Ich würde sagen, Leben ist vielleicht noch zu hoch gegriffen im Moment. Also wir wissen vor allem von einem Elch,
der langfristig hier in Deutschland wohnt. Von dem verrate ich aber nicht zu viel jetzt, weil Frank dafür der absolute Experte ist. Aber es ist einfach schwer zu sagen, wie viele Tiere und wo die Tiere in Deutschland durchwandern, weil es noch kein wirkliches Monitoring gibt. Nur das Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde, die dokumentieren bereits Elchsichtungen. Und wir gehen davon aus, dass mindestens 10 bis 15 Tiere jährlich durch Deutschland wandern. Also aus Polen, Tschechien reinkommen, sich hier umschauen und meistens aber wieder zurückwandern. Genau, und um da eine klare Aussage treffen zu können, braucht es in Zukunft unbedingt ein Monitoring, auch in den anderen Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, wo die Tiere oft gesichtet werden. Wir haben jetzt ja schon gehört, was Elche fressen. Wie sieht denn der Lebensraum aus? Oder brauchen Elche einen bestimmten Lebensraum, wo sie leben können? Also mit Vorliebe besiedeln sie mosaikartige Landschaften, also Landschaften, auf denen auf kleiner Fläche verschiedene Habitate vorkommen. Und am besten ist es, wenn sich eben lückige Wälder mit offenen Flächen wie Wiesen oder auch Sümpfen, Wasserflächen und Bruchwäldern abwechseln. Aber dadurch, dass zum Beispiel auf Waldbrand, Windwurf oder Kahlschlagflächen auch schnell wieder Vegetation neu wächst, ist auch das für den Elch nicht uninteressant. Und sie bevorzugen natürlich von Menschen ungestörte Lebensräume, aber sind auf keinen Fall darauf angewiesen. Das zeigt sich ja schon dadurch, dass der Lebensraum stark zerstört wurde, kehren die Tiere trotzdem zurück und das zeigt schon ihre hohe Anpassungsfähigkeit auch. Es wird ja häufig auch in den Medien besprochen, dass bestimmte Tiere sogenannte Öko-Ingenieure, glaube ich, sind. Wie sieht das beim Elch aus? Brauchen wir den in der Natur? Bringt der quasi einen Vorteil? Ja, die Frage kann man eigentlich aus zwei Gesichtspunkten beantworten, würde ich sagen. Also aus einer moralischen und aus einer ökologischen Perspektive, wie du schon sagst. Von der moralischen Perspektive als Artenschutzorganisation sind wir natürlich davon überzeugt, dass wir Menschen uns es eigentlich nicht erlauben können, zu urteilen, welche Art hierher gehört und hier bleiben darf und welche nicht. Insbesondere wie bei einem Elch, wenn wir ihren Lebensraum zerstört haben, wenn wir sie ausgerottet haben, wenn wir sie zu viel bejagt haben und sie jetzt trotzdem zurückkehren, sollten wir das auch ermöglichen. Insbesondere, weil wir heutzutage wissen, und das ist dann eher die ökologische Antwort, wie wichtig jeder einzelne Bestandteil eines Ökosystems ist. Das ist ähnlich wie ein Jenga-Turm, bei dem man einzelne Bestandteile entfernt, der immer wackeliger wird und irgendwann zusammenbricht. Und der Elch nimmt wie viele andere große Pflanzenfresser eben die Rolle ein, dass er durch sein Nahrungsverhalten, das ich vorhin erklärt habe, die Landschaft und seinen Lebensraum gestaltet und vielgestaltiger macht. Und wenn er eben in ausgewogenen Zahlen vorkommt, kann dann auch ein Wald strukturreicher und heterogener werden. Und solche Wälder, die wiederum, die fördern gesunde Ökosysteme, eine hohe Biodiversität, speichern Kohlenstoff und verhindern auch durch die natürlichen Freiflächen dann Großbrände. Ja, als Naturschützer haben wir natürlich ein Anliegen, dass der Elch zurückkommt. Wie begleiten wir das denn? Also was tun wir hier konkret, damit die Elche wiederkommen? Also wir vom WWF und zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, an der Frank arbeitet, aber auch mit dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und der Humboldt-Universität und sogar zwei polnischen Partnern, der Westpommerschen Naturgesellschaft für Naturkunde und einer Gemeinde, der Gemeinde Mirosławiec, die schon länger mit Wiesen und Elch erleben. Mit denen haben wir ein Projekt gegründet, das noch bis Ende des Jahres läuft, um eben die Rückkehr von beiden Arten vom Elch zu begleiten. Und da legen wir vor allem eben den Schwerpunkt darauf, gesellschaftliche Lösungen zu finden, um das Zusammenleben der Tiere mit Menschen zu erleichtern. Danke, Nina. Dann haben wir jetzt erstmal einen allgemeinen Eindruck zum Elch bekommen. Frank, ich würde sagen, wir machen mit dir weiter. Du bist ja tatsächlich jemand, der praktisch draußen in Kontakt mit Elchen ist. Wie sieht denn deine Arbeit in Deutschland mit den Elchen aus oder mit dem Elch? Ja, genau. Also eigentlich relativ überschaubar noch, weil wir haben zwar, was Nina gesagt hat, jedes Jahr einzelne Wanderelche, vor allen Dingen Brandenburg. Also Brandenburg ist das absolute Kernland, wenn wir die
Nachweise uns anschauen, gefolgt von Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und leider jetzt in den letzten Jahren sehr abgeschlagen Bayern. Das war so bis 2010, gab es in Tschechien noch eine relativ stabile Population, die jetzt leider auch sehr stark zurückgegangen ist, sodass eigentlich in Bayern das jetzt sehr ruhig geworden ist. Aber in Brandenburg bleibt es stabil, wächst es weiterhin. Und da sieht man natürlich ab und zu mal Elche. Aber tatsächlich, meine ganzen Elche, die ich gesehen habe, die habe ich eigentlich fast ausschließlich in Skandinavien auch gesehen. Und in Deutschland sind es schon auch Einzeltiere, definitiv. Wir werden ja auch immer wieder gerufen, wenn irgendeine Situation eintritt, dass irgendwo ein Elch auftaucht, wo es zu Konflikten kommen kann, wenn der mal in einer Baumschule drin steht oder sich mit Weidetieren sozialisiert. Und dann fahren wir hin und dann kommt es darauf an, wie die Situation ist. Also es gibt jetzt in Deutschland bis dato kein wissenschaftliches Forschungsprojekt, was sich tatsächlich, sage ich mal, bezogen auf die Methodik telemetrisch mit einer Elchpopulation beschäftigt, wo man so eine Art Grundlagenforschung machen kann, sondern dass dieses Forschungsprojekt würde sich einfach noch gar nicht lohnen, weil wir keine naturalisierte, etablierte Population haben. Wir haben also wirklich nur unstete Wanderelche und da ist es natürlich schwierig, die jetzt im Rahmen eines lokal abgegrenzten wissenschaftlichen Projektes zu bearbeiten. Und so war es letztendlich auch bei dem einzigen Senderelch, den es jetzt bis dato in Brandenburg gibt, dass das ja schon im Rahmen von einem wissenschaftlichen Projekt, wir haben also genau in diesem Gebiet, wo dieses Tier dann 2018 auftauchte, ein Forschungsprojekt gehabt, was wir bis heute auch durchführen, wo es um Rotwild und Weidetiere geht. Und dieser Elch, genau hier ist er, jetzt mittlerweile mit dem dritten Halsband, ist aber eigentlich ID1, der tauchte im Februar 2018 das erste Mal auf, indem er über eine Wildbrücke über die A13 drüber gelaufen ist und dann wurde er noch ein paar Mal dokumentiert und hat sich dann aber relativ schnell zu einer Kuhherde begeben und hat sich dort vergesellschaftet. Und dann, wie das häufig der Fall ist, dass dann im Prinzip die erste Reaktion von Landwirten oder auch von Jägern diejenige ist, dass ein Antrag gestellt wird für eine Letalentnahme. Und hier haben wir es eigentlich wirklich in dem Fall der doch sehr etwas weitsichtigeren Reaktion der unteren Jagdbehörde und auch damals des LFU zu verdanken, dass das Tier nicht sofort letal entnommen wurde, sondern es wurde entschieden, dass im Rahmen von einer Managementmaßnahme das Tier translokalisiert werden sollte. Also es sollte einfach von der Weide weggebracht werden und im Zuge dessen zur Überwachung, damit man sieht, bringt das was, geht ja gleich wieder zurück, gab es den Auftrag, das Tier zu besendern. Und das war für uns natürlich ein totaler Glücksfall. Erstens, wie gesagt, weil es bei uns direkt im Untersuchungsgebiet ist. Wir haben also auch ganz spannende Möglichkeiten, hier Interaktionsstudien zu betreiben mit besenderten Wölfen, teilweise auch mit besendertem Rotwild. Wie verhalten die sich, wenn Wölfe in unmittelbarer Nähe dieses Elches stehen oder dran vorbeilaufen? Und wir haben natürlich jetzt, der ist, wie gesagt, seit Februar 2018 durchgängig am Sender, mittlerweile 4 Jahre, unheimlich spannende Daten von einem Einzeltier, keine Frage, das darf man jetzt nie pauschalisieren, aber unheimlich spannende Daten, wie so eine, unsere größte Hirschart hier in dieser intensiv genutzten Kulturlandschaft lebt, wie kommt er damit zurecht? Und das ist für uns natürlich bezüglich der Auswertung unheimlich spannend, ja. Ja, du hattest mir dazu ja auch eine Karte geschickt, die können wir jetzt auch nochmal angucken, weil das fand ich auch ganz besonders spannend, wie echt Bert quasi gewandert ist bisher. Ich mache das einmal auf. Hier oben war das. Kannst du auch nochmal einmal erklären? Weil, genau. Also sozusagen der einzige Elch, der bisher besendet wurde, ist Elch Bert, das Einzeltier, ne? In Brandenburg, es gibt einen weiteren Elch, der von den Kollegen der TU Dresden in Sachsen vor mittlerweile, ich glaube, 7 Jahren besendet wurde, der dann auch eine Weile in Deutschland gelebt hat, sehr grenznah, immer wieder nach Polen gegangen ist und sich dann aber in Polen weiter etabliert hat. Aber für Brandenburg ist es jetzt tatsächlich das erste Tier und eben schon von der Zeitreihe jetzt über 4 Jahre schon eine kleine Besonderheit, dass man eben über so eine lange Phase das jetzt dokumentieren kann. Und hier ist jetzt mal im Prinzip sind die Ortungsdaten eingezeichnet, jetzt mal nur bis 2020, aber ab dem Zeitpunkt, wo er besendet wurde. Das heißt, hier ist noch die anfängliche Immigrationsphase, wo wir relativ genau wissen, wie er sozusagen von Polen
nach Deutschland kam, wie gesagt, über die A13. Dann wurde er zweimal fotografiert, ist dann in Sachsen-Anhalt in einer Fotofalle dokumentiert worden. Für uns eindeutig dasselbe Tier gewesen, weil der zum Anfang eine Kahlstelle an der einen Seite hatte, wo also Fell fehlte, sodass wir ihn also wirklich über dieses natürliche Wiedererkennungsmerkmal identifizieren konnten. Und dann ist er, wie gesagt, am nördlichen Rand von, oder ja, im Grenzgebiet zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg besendet worden und hat sich dann erstmal im Sommer relativ stabil aufgehalten. Und dann gab es aber sofort, als die Brunft begann, eine Brunftmigration, eine ganz klassische Brunftmigration. Ich weiß nicht, kann man meinen Pfeil sehen hier jetzt? Wahrscheinlich. Nee, aber kann man meinen Pfeil sehen? Also genau, wo er dann im Prinzip wirklich das Raumverhalten völlig verändert hat. Das heißt, er hat große Strecken zurückgelegt, so im Schnitt ungefähr 12 Kilometer pro Tag. Also wir dokumentieren das immer für 24 Stunden mit Spitzenleistung von fast 30 Kilometer innerhalb von 24 Stunden. War also hier auch deutlich mehr tagsüber unterwegs. Normalerweise zeigen Elche allgemein, und das zeigt er auch, so ein typisches bimodales Aktivitätsmuster. Das heißt, es gibt so einen Aktivitätspeak zu den Dämmerungszeiten, meist kurz vor den Dämmerungszeiten. Dann ist er natürlich schwerpunktmäßig nachtaktiv, und tagsüber sind häufig eher die Äsungs- und Wiederkäuphasen, wo die Aktivität deutlich herabgesetzt ist. Während dieser Abwanderung nach Sachsen-Anhalt war er eigentlich mehr oder weniger stetig aktiv. Und das war auch die einzige Phase, wo er dann jetzt, seitdem er besendet ist, auch nochmal Autobahn gequert hat. Wie gesagt, es gab diese eine nachgewiesene Autobahnquerung über die A13 und dann über die A9 nach Sachsen-Anhalt, nach Zerbst. Und hier hat sich wirklich schön gezeigt, wie effektiv doch tatsächlich die Zäune funktionieren. Also das ist, auch wenn die bei uns natürlich viel niedriger sind, als wir das aus Skandinavien kennen, da war ja vorhin auch die kurze Frage, was die ASP-Zäune jetzt gegebenenfalls für Auswirkungen haben. Grundsätzlich muss man beim Elch wissen, das ist ein relativ faules Tier. Das heißt, wenn er nicht muss, dann springt er nicht. Der kann problemlos über 2,50 Meter drüber springen, aber dann muss es einen Anlass geben. Sprich, wenn ein Hund oder ein Wolf vielleicht ihn bedrängt, dann geht er da problemlos drüber. Aber wenn das nicht ist, dann lässt er sich auch von einem 1,20 Meter Zaun problemlos leiten und läuft so lange entlang, bis er gegebenenfalls eine Möglichkeit hat, die Straße zu queren. Und das hat er eigentlich hier auch bei der Autobahn immer wieder gezeigt, dass er niemals den Autobahnzaun gequert hat. Und er ist dann erst hier unten südlich bei Dessau, sozusagen hat er die Autobahn unterquert, ist dort, die Elbbrücke ist dort und ist da einfach am Ufer der Elbe entlang gelaufen. Und auf dem Rückweg, als er dann wieder nach Brandenburg gekommen ist, hat er dann ganz klassisch eine relativ neue, die wurde also gerade eröffnet, eine Wildbrücke bei Belitz genutzt und ist wieder zurückgekehrt. So, das war sozusagen die Brunftwanderung. Und dann, das ist jetzt sicherlich ein bisschen die Besonderheit jetzt von ihm im Vergleich zu vielen, vielen anderen Elchen, die jetzt in den letzten Jahrzehnten deutschen Boden betreten haben, dass er sich dann etabliert hat. Das ist also wirklich jetzt seit April 2019 ein residentes Tier ist, der ein raumstabiles Verhalten zeigt, der also jetzt nicht mehr so ein typisches Disperser-Verhalten ist. Grundsätzlich ist es ja typisch für Elche, wenn sie das elterliche Gebiet verlassen, gerade die männlichen Tiere, die zeigen so ein typisches reproduktionsorientiertes Verhalten. Das heißt, die wandern ab und sind, ihr einziges Ziel ist die Suche und das Auffinden von Geschlechtspartnern. So. Und das hat er eigentlich auch zum Anfang sehr typisch gezeigt, die Immigrationsphase, dann diese große Migrationsphase während der Brunft, war aber natürlich nicht erfolgreich, weil es einfach hier keine etablierte Population gibt. Und die meisten Elche, die nach Deutschland kommen, sind natürlich auch immer männliche Tiere, weil einfach die ein deutlich ausgeprägteres Wanderverhalten zeigen. Was nicht heißt, dass nicht auch weibliche Tiere immer mal rüberkommen. Man kann so sagen, vielleicht so 70-75% der Tiere sind männliche Tiere und 30% weibliche Tiere. Und dann, wie gesagt, hat er dieses stabile Raumverhalten gezeigt und befindet sich jetzt also wirklich in einem Gebiet, was typisch eigentlich für Elche ist, von der Raumgröße, nutzt im Sommer so ungefähr 10.000 Hektar und im Winter so ungefähr die Hälfte.
Ja, wir reden jetzt ja auch immer schon über Elchbert, weil wir ihn gut kennen. Das ist wahrscheinlich für Menschen, die jetzt Elchbert noch nicht kennen, ein bisschen verwirrend, aber das ist halt ein bekannterer Elch, eben weil er in dieser Kuhherde teilweise lebt oder steht. Und er hat auch diesen Namen bekommen. Frank, kannst du nochmal darauf eingehen, wie die Menschen vor Ort mit dem Elchbert, wie sie ihn genannt haben, wie er genannt wurde, umgehen? Also unterschiedlich. Zum Anfang ist häufig erstmal so eine Abwehrverhalten da. So, wie gesagt, das kam in Sachsen-Anhalt genauso wie in Brandenburg, wenn der das erste Mal gesichtet wurde, dass dann also bei den Jagdbehörden, untere oder auch teilweise oberste Jagdbehörde, sofort ein Antrag auf letale Entnahme eingegangen ist. Häufig gar nicht mit irgendeiner Begründung, dass es einen konkretes Konfliktpotenzial gab, sondern das muss man sicherlich ein bisschen vor dem Hintergrund auch sehen, dass jetzt gerade hier in den neuen Bundesländern es im Prinzip noch viele das so kennen aus DDR-Zeiten, dass jeder Elch, der zu DDR-Zeiten seinen Fuß auf den Boden der ehemaligen DDR getan hat, erlegt wurde. Also es gab sozusagen spätestens seit den 80er Jahren, war offiziell damals von der Forstbehörde das so vorgegeben, dass Elche sich nicht etablieren sollen als Konkurrenzart. Wollte man das einfach nicht, das war politisch nicht gewollt. Und deswegen sind immerhin, das ist vielen vielleicht auch gar nicht bewusst, so die ersten Elche sozusagen nach der Ausrottung im Mittelalter kehrten ja auf deutschen Boden so in den 50er Jahren zurück. Der Erstnachweis datiert auf 1957. Und dann wurden im Prinzip ungefähr 80 Elche erlegt bis 1990, 91, 92. Bis dahin war das in der DDR, wie gesagt, ganz normal möglich. Und dann sozusagen griff das bundesdeutsche Jagdgesetz, wo er ja eine jachtbare Tierart ist, aber natürlich mit einer ganzjährigen Schonzeit. Kleine Ausnahme war noch in Sachsen, da war er immerhin noch bis 1999, hatte er dann noch eine Jagdzeit. Aber das ist einfach so ein bisschen, so sind viele sozialisiert und deswegen gehört der Elche nicht her. So, und dann das Zweite, das ist für mich immer faszinierend oder interessant. So, sobald er ein bisschen länger da ist, sobald die Leute sich so ein bisschen mit dieser Tierart beschäftigt haben, schwankt das eigentlich total in eine absolute Faszination. Also das habe ich ganz häufig bei Jägern erlebt, aber auch gerade bei Landwirten. Gerade zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel war der Landwirt in Sachsen-Anhalt, wo sich der Senderelch im ersten Winter auch längere Zeit bei den Weidetieren aufgehalten hat. Und der ist dann wirklich ein absoluter Fan von dem Senderelch geworden. Und wenn der war, wie gesagt, regelmäßig bei ihm. Und wenn er mal einen Tag nicht da war, dann klingelte sofort bei mir das Telefon. Und ich sollte ihm sagen, wo der Elch sich aufhält, weil er nervös war, ob irgendwas nicht stimmte. Also da dann wirklich eine große Begeisterung. Und das ist in Brandenburg jetzt eigentlich auch so. Die Landwirte, die mit dem Senderelch zu tun haben, wo er also immer mal wieder entweder sich ja mit den Weidetieren vor allen Dingen zur Brunftzeit sozialisiert oder auch einfach über die Weiden zieht. Die kommen mittlerweile sehr gut mit ihm klar und da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Aber wie gesagt, in Gebieten, wo er mal neu auftaucht, da wird das erstmal skeptisch gesehen. Aber da hilft ja wahrscheinlich auch, dass er so ein Halsband hat, dass man irgendwie weiß, der ist irgendwie quasi registriert, ne? Also meinst du, das hilft, wenn Leute den sehen, dass er bewendet ist, oder führt das eher zu Irritation, dass sie sagen, was hat er da um den Hals? Nee, also ich weiß nicht, vielleicht meinst du jetzt so ein bisschen, dass das Problem auch, was war jetzt vielleicht nicht unbedingt in Brandenburg, da gibt es keine Hinweise, aber in Bayern mit Sicherheit in der Vergangenheit hatten illegale Abschüsse. Das ist bis heute sicherlich neben dem bezüglich der Mortalität, neben dem Straßenverkehr eins der größten Probleme bei so einer kleinen, beginnenden, sich wieder etablierenden Population, wenn da einzelne Tiere entnommen werden. Und da könnte natürlich so ein Halsband so ein bisschen gegensteuern, weil man natürlich dann einfach vielleicht die Bedenken hat, dass man genau weiß, wo das Tier dann geschossen wurde. Aber wie gesagt, das spielt in Brandenburg, glaube ich, jetzt wirklich keine große Rolle. Das ist aber grundsätzlich, sage ich mal, mit dieser Thematik werden wir in der Wildforschung öfters konfrontiert, dass Tiere, wenn sie markiert werden, natürlich erstmal eine Art unnatürliches äußeres Erscheinungsbild haben. Also das fängt mit ganz kleinen Raubsäugern an, mit denen wir arbeiten seit vielen Jahren. Wenn die Ohrmarken bekommen, dass das für viele erstmal ungewohnt ist, da wird nachgefragt natürlich, aber wenn man das erklärt, wieso, weshalb, warum, dann ist das eigentlich, wird, ist, ja, also dann sieht man den Sinn dahinter auf jeden Fall.
Ich würde noch kurz eine Zwischenfrage jetzt stellen, Frank. Und zwar, wir wissen jetzt, wie die Menschen reagiert haben auf Bert, aber wie sieht das denn aus mit der Kuhherde? Gab es da eine Reaktion? Also, das ist jetzt sozusagen so ein Punkt im Rahmen des Konfliktmanagements, wo wir jetzt in Brandenburg auch dank dieser Daten von so einem Sender echt deutlich weiter sind als vielleicht noch vor 5 Jahren, dass man konkrete Probleme kennt. Und es gibt eine Phase, wo es tatsächlich zu Konflikten kommt. Das ist die Brunftphase. Ne? Also das ist ja die Brunft so Oktober bis November mit einer Hauptbrunftphase Ende Oktober oder Ende September, Anfang Oktober. Und da, ich sagte es ja, Elche haben eigentlich ein reproduktionsorientiertes Verhalten und mangels von Geschlechtspartnern gesellt er sich. Und das ist aber kein atypisches Verhalten, das kennen wir aus der ganzen Welt, das kennen wir aus den USA, das kennen wir aus Skandinavien, aus Finnland, dass es immer wieder Elche gibt, die sich mit Weidetieren während der Brunftzeit vor allen Dingen sozialisieren, so ein bisschen wahrscheinlich als Ersatz. Und dann gibt es so eine, während dieser Hochbrunftphase, das sind so im Prinzip 3 bis 5 Tage, wo also offensichtlich das Testosteron so völlig überschwänglich da durch den Körper wallt, da zeigt er natürlich das auch für Elche grundsätzlich typische Aggressionsverhalten. Also er ist wirklich relativ aggressiv dann. Das erzählen dann die Landwirte immer, dass dann auch, wenn sie dann mit dem Trecker auf die Weide fahren, dann auch mal attackiert werden. Er hat eine extrem eingeschränkte Fluchtdistanz. Also normalerweise jetzt zu dieser Zeit hat er eine Fluchtdistanz von, ja, ich würde sagen, mehreren 100 Metern. Wenn er sich entdeckt fühlt, dann weicht er sofort zurück. Wenn er während der Brunftzeit kommt man auf 30 Meter an ihn ran. Also da ein völlig verändertes Verhalten. Und dann das Problem bezüglich der Weidetiere, dass er dann, wie gesagt, das sind aber nur diese 3 bis 5 Tage, dass er sich dann interessanterweise jedes Jahr bisher immer eine einzelne weibliche Kuh ausgesucht hat und die dann wirklich ja auch mit Besteigungsversuchen verfolgt hat. Also die verfolgt er dann mehr oder weniger 24 Stunden. Und das ist natürlich für dieses eine Tier schon extremer Stress. Das ist nach 3 Tagen wie mit so schnell wie es anfing wieder vorbei. Aber das ist so eine Phase, wo das für die Landwirte natürlich auch anstrengend sein kann. Und da weiß man aber mittlerweile, okay, wie gehen wir damit um? Man kann dieses einzelne Tier dann auch einfach mal versuchen, von der Weide zu nehmen. Es ist, wie gesagt, interessant, dass er sich wirklich auf einzelne Tiere da fokussiert. Die anderen stehen rechts und links, die interessieren ihn gar nicht. Und der Landwirt, wie gesagt, wo das jetzt in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat, der weiß jetzt mittlerweile, wie man damit umgeht. Und wie gesagt, auch das Aggressionsverhalten. Da wurde zum Beispiel mal, er hatte Tränken oder hat immer Tränken dort auf der Weide. Und die hat dann der Senderelch, wie gesagt, während seiner Hochphase mit seinem Geweih auch zerstört. So hat er sozusagen Löcher reingemacht. So. Und das sind so typische Konflikte, die einfach dann mit Wildtieren in unserer Kulturlandschaft auftreten können. Die kennen wir und da muss man halt schauen, wie kann man damit umgehen, damit man die Landwirte hier vor allen Dingen nicht alleine lässt, sondern damit ihnen geholfen wird. Und das ist für die Landwirte das Allerwichtigste, wenn sie merken, okay, es gibt einen Ansprechpartner und bis hin zum Ministerium, die da wirklich sofort dann auf der Fläche sind, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann fühlen die sich ernst genommen und dann werden die Probleme aus dem Weg geschafft und dann ist die Akzeptanz eigentlich ja, nachhaltig gegeben. Vielleicht dazu noch mal kurz ergänzend, weil ich auch die Fragen im Chat mitlese. Also man muss natürlich sagen, also wir kennen solche Elche, die unter Kühen leben. Ich habe selber auch mal einen in Kanada gesehen, der zwischen der Kuhherde regelmäßig lebt. Aber es ist natürlich nicht das normale Verhalten. Also der überwiegende Teil der Elche fühlt sich in ihren Wäldern sehr wohl. Und es kann auch nicht zu einer Hybridisierung zwischen Elchen und Kühen kommen, weil die Frage gestellt wurde. Und dadurch ist es auch in den allermeisten Fällen eben nicht notwendig, dann Elche zu vergrämen, wenn sie in der Kuhherde stehen. Dann, Frank, du hast ja auch schon gesagt, in den allermeisten Fällen und zur allermeisten Zeit ist Bert eigentlich sehr umgänglich mit den Tieren, nur zur Brunftzeit wird er eben ab und an manchmal ungemütlich. Und eine Frage war noch, Frank, wie Wölfe auf den Elch reagieren. Und da hattest du ja, glaube ich, letztens erst eine spannende Beobachtung. Also in den Fällen, wo wir es wirklich direkt dokumentieren konnten, das ist das Schöne, was da heute technisch möglich ist. In unseren Sendern sind überall sogenannte Proximity-Sensoren oder Kontaktsensoren verbaut. Das heißt, wenn
ein der besenderte Elch und ein besenderter Wolf zusammenkommen auf eine Entfernung von ungefähr 150 Metern, registrieren die Sender sich über eine Funkverbindung und messen permanent Entfernung und Bewegung, takten automatisch runter. Normalerweise sind die Sender je nach Tierart, bei dem Elch ist der ist jetzt stündlich getaktet, also nimmt also jede Stunde eine Ortung auf, bei den Wölfen in der Regel ein bisschen kürzer. Und sobald die sich begegnen, takten die aber auf Minimaltaktung runter. Das ist dann teilweise wirklich Sekundentakt, dass ich also wirklich so eine hoch aufgelösten Raumnutzungsprofile bekomme, genau sehe, wie bewegt sich das eine Tier im Vergleich zu dem anderen. Und in den Fällen, das waren mittlerweile jetzt drei Senderwölfe, die also wirklich in unmittelbarem Kontakt zu dem, also die einfach zum Elch hingelaufen sind. Der Elch, der stand in der Regel immer tatsächlich dann in den Fällen auf Offenlandflächen. Und in allen Fällen war es bisher so, dass der Wolf sozusagen sich an den Elch herangenähert hat, aber einfach vorbeigelaufen ist. Der Elch ist stehen geblieben, da gab es also überhaupt keinen Hinweis auf irgendein Meidungsverhalten oder dass er ausgewichen ist. Der ist einfach stehen geblieben und die Wölfe sind dann in allen Fällen einfach dran vorbeigezogen und in die Richtung, in die sie eh wollten, weitergelaufen. Ich glaube, was an der Stelle hier auch noch interessant zu wissen ist, ist, wie ich als Privatperson damit umgehe, wenn ich jetzt, also muss ja nicht unbedingt immer nur Elch-Bär treffen, aber falls ich irgendwo ein Elch sehe in einiger Entfernung, wie sollte ich damit umgehen, wie sollte ich da reagieren als Mensch? Abstand halten vor allem. Also Elche sind generell erstmal friedlich, vorausgesetzt man zollt ihnen den nötigen Respekt und gibt ihnen eben den notwendigen Freiraum, so wie das für jedes Wildtier auch gilt. Bei Elchen gibt es vor allem auch für prumpftige Bullen oder Kühe mit Kälbern, die vehement auch verteidigt werden. Und deswegen sollte man eben, wenn man auf einen Elch trifft, Abstand halten und sich zurückziehen. Wenn sich die Elche in irgendwie eingeengt oder bedrängt fühlen, dann können sie sich nämlich auch ordentlich wehren, indem sie sich auf die Hinterläufe stellen und dann mit den Hufen auf den Angreifer eintreten. Ein ausgewachsener, starker Bulle kann auch ein Bär zum Beispiel in die Flucht treiben. Und deswegen gilt immer Abstand halten, die Tiere in Ruhe lassen, auf keinen Fall streicheln oder füttern. Wird oft in Nordamerika beobachtet, dass die Leute einfach unterschätzen und vergessen, dass es der Elch ein Wildtier ist und es dann eben zu Auseinandersetzungen kommt und auch gefährlichen Situationen kommt. Aber wenn man den Tieren wirklich ihre Ruhe lässt, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es ein unfassbares Erlebnis ist, wenn man sie aus der Ferne beobachtet. Also grundsätzlich vielleicht ergänzend dazu, Elche sind jetzt keinesfalls irgendwie aggressive Wildtiere. Also das ist ein relativ hohes Fluchtverhalten. Klar, sie bleiben auch, das ist immer das Schöne für einen Beobachter, wenn eine gewisse Sicherheitsdistanz gegeben ist, dann bleiben sie auch stehen, dann kann man sie gut beobachten. Aber grundsätzlich weichen sie den Menschen immer aus. Und ich habe auch schon Nahbegegnungen in Skandinavien im Winter gehabt, beim Skifahren, also mit dem Hund zusammen. Da war niemals irgendwie die Situation, dass die Elche da irgendwie aggressiv reagieren, dann immer weg, 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 weg vom Menschen. Und das ist sicherlich das Wichtigste, was ich mitgeben würde, gerade bei uns. Wir haben es ja vorhin auch im Chat, kam ja die Frage, wie klappt das mit unserer Infrastruktur? Wir haben die höchste Straßen Netzdichte oder mit einer der höchsten Straßennetzdichten der Welt in Deutschland. Und das ist so eine Sache, dass man, weil eben die Elche eine relativ hohe Fluchtdistanz haben, wenn man sie beobachtet, dass man möglichst nicht weiter rangeht, weil sie weichen aus. Und wenn das dann tagsüber passiert, dann ist die Gefahr einfach gegeben, dass die Tiere dann während ihrer Flucht irgendwelche Straßen queren, was sie sonst nicht machen würden. Weil das hat uns auch der Senderelch eigentlich sehr schön gezeigt, wie unheimlich schnell die sich an das Straßennetz adaptieren. Also der Senderelch auf seinen 10.000 Hektar Sommerstreifgebiet, da gehen natürlich viele Straßen durch, Kreisstraßen, Landstraßen bis hin zu zwei Bundesstraßen, die immer wieder gequert werden. Und das hat aber, die Daten zeigen sehr schön, dass er da wirklich unheimlich bedacht vorgeht. Das heißt, diese Hauptstraßen, die Bundesstraßen werden eigentlich werden nur nachts gequert, fast nur nachts gequert, wenn also die Straßenverkehrsdichte vergleichsweise gering ist. Und er ist jetzt auch nicht so, dass er dann, wie das viele andere Wildtiere machen, dass er sozusagen aus dem Wald rauskommt, drüber rennt und dann oder auf der Straße stehen bleibt, sondern
häufig am Rand, da gibt es also viele Beobachtungen auch, am Rand erstmal stehen bleibt und dann tatsächlich mehr oder weniger abwartet, wann ruhige Phasen da sind, um die Straße zu queren. Trotzdem bleibt natürlich der Straßenverkehr eine große Gefahr. Aber wie gesagt, die meisten Verkehrsopfer, die jetzt auch dokumentiert wurden innerhalb der letzten Jahrzehnte in Deutschland, wie gesagt, ich sprach ja vorhin von 80 Stück, sind auf Autobahnen zu Tode gekommen und vor allen Dingen zu einer Zeit, wo Autobahnen noch nicht gezäunt waren. Und da sind wir ja mittlerweile in Deutschland relativ weit, ist natürlich auch eine große Barrierewirkung, aber mittlerweile sind fast alle Autobahnen gezäunt und ich sagte es ja, die Zäune sind für die Elche eine Barriere, der lässt sich davon lenken, bis es irgendeine Struktur gibt. Im Idealfall ist das eine Wildbrücke, davon gibt es natürlich noch vergleichsweise wenig. In Brandenburg sind wir da auf einem relativ guten Weg, dass über die Hauptautobahnen überall mittlerweile Wildbrücken vorhanden sind und die nutzen dann so eine weit wandernden Tiere sehr gerne. Und wie gesagt, ansonsten passen die sich aber unheimlich schnell der lokalen Situation an bezüglich des Straßenverkehrs. Ja, wir teilen uns ein bisschen wegrennen. Ich würde noch einmal gerne, wir haben jetzt ja schon diverse Herausforderungen angesprochen, was die Rückkehr der Elche angeht, also auch den Straßenverkehr. Nina, was tun wir denn im Projekt Bosch Bonassus Crossing, um die Rückkehr der Elche zu begleiten? Was haben wir da für Aktivitäten? Erzählen. Ja, zu den Herausforderungen zählt auf jeden Fall der Straßenverkehr. Es gibt auch erste Unfälle auch hier in Deutschland. Frank hat dazu ja schon ausgiebig erzählt. Dann gibt es auch Schäden an Forst und Landwirtschaft. Hier in Deutschland noch nicht wirklich, aber in Ländern, in denen die Elche in einer sehr, sehr, sehr hohen Zahl vorkommen, da kann es durchaus zu Schäden an Forst und Landwirtschaft kommen und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und es kommt natürlich auch bei Menschen auch viel zu Ängsten und Sorgen, wenn die Tiere zurückkommen, schon allein durch ihre Größe. Und im Projekt Bosch Bonassus Crossing, da versuchen wir stufenweise vorzugehen. Also wir haben zum Beispiel durch unsere polnischen Partner, die ZDP, ein Team mit an Bord, die Elche auch versuchen zu besendern. Und haben übrigens schon drei Tiere besendet. Einer davon, weil die Frage auch kam zu Elchabschüssen, einer davon wurde leider schon geschossen. Und die versuchen halt die Bewegungen der Tiere nach zu verfolgen. Und wir versuchen auch das Monitoring eben weiter auszubauen, weil das ein erster wichtiger Schritt ist, zu wissen, wo die Tiere sind, wo sie entlang laufen und wo es potenziell mal zu Konflikten kommen kann. Und da haben wir die Humboldt-Universität noch mit an Bord, die auch eine Lebensraumanalyse durchführt und eine Konfliktanalyse. Das heißt, sie guckt bei Vorkommen von Elchen in Europa, welche Bedingungen die Tiere vorfinden müssen und vergleicht das dann mit Deutschland, wo sie dann eben sich auch hier wohlfühlen würden. Und das Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und der WWF, wir setzen uns im Projekt sehr stark eben für Mensch-Wildtier-Konfliktlösungen ein. Wir versuchen also Empfehlungen zu entwickeln, was man zum Beispiel für den Straßenverkehr tun sollte, wie man sich darauf vorbereiten kann, dass eben betroffene Forst- und Landwirte entschädigt werden muss und das schnell und auch unbürokratisch und dass das am besten auch in einem Managementplan jetzt schon festgelegt wird, damit wir auch vorbereitet sind, wenn es mal soweit ist. Und was für uns auch noch ganz wichtig ist und wo du, Leonie, ja auch eine ganz zentrale Rolle spielst, ist die Öffentlichkeitsarbeit, um eben auf die Rückkehr der Tiere auch aufmerksam zu machen und die Leute dafür zu sensibilisieren, dass es zu keinen Überraschungseffekten kommt. Danke, Lina. Ich glaube, du musst jetzt auch ins nächste Meeting. Wir sind leider ein bisschen spät dran. Ich würde sagen, wir können auch versuchen, Fragen zu beantworten, auch mit Frank. Gerne auch weitere Fragen an Frank stellen. Und Nina, du ziehst weiter und ich danke dir für deinen Input und deine Zeit hier heute. Ich bedanke mich und wünsche euch noch viel Spaß. Danke dir. Tschüss. Ciao. Ja, haben wir denn überhaupt noch offene Fragen im Chat? Genau, haben wir. Und super. Zwar nochmal zu den illegalen Abschüssen, aber bezogen auf Bayern jetzt. Gibt es hier Erkenntnisse, in welcher Zeit das zuletzt erfolgte und ob hier auch ermittelt wird? Weißt du was darüber, Frank? Nein, das ist ja immer das Problem, dass das bei allen Wildtieren, dass illegale Bejagung natürlich immer im Verborgenen stattfindet und dass das die Datenlage dazu immer sehr schwierig ist. Und das sind im Prinzip auch
die Erkenntnisse darüber, gerade in Bayern, da hat man das relativ systematisch mal anhand der Population sich angeschaut bezüglich der normalen Sterblichkeit und der drastischen Abnahme, vor allen Dingen seit 2010, muss man sagen, bis dahin, bis 90er Jahre, dann nochmal so eine Hochphase bis so Ende der 2000er, 2008, 2009. Und dann gibt es diesen deutlichen Einbruch. Das ist nicht zu erklären durch irgendwelche natürlichen Parameter. Da gibt es keine Hinweise auf irgendwelche Seuchenzüge oder eine drastisch veränderte Situation von Umweltparametern oder sonst was. Und da gehen die Kollegen schon davon aus, dass da illegale Abschüsse eine Rolle spielen. Aber es gibt nichts, das muss man immer auch sagen, nicht jetzt irgendwie, wie wir es ja bei Wölfen öfters mal haben, dass es dann wirklich Tiere gibt, die aufgefunden werden mit irgendwelchen Geschossresten oder sonst irgendwas. Und ich bin da auch vorsichtig. Wie gesagt, für Brandenburg gibt es nicht einen einzigen Fall, der da in diese Richtung hinweist, dass wir irgendwie mal einen Hinweis hätten, außer natürlich, was schon auch manchmal interessant ist, die Tiere tauchen irgendwo auf. Man dokumentiert sie dann mehrmals und die meisten, mit Sicherheit die meisten, kehren nach Polen zurück. Aber viele, die so weit ins westliche Vorland vorgedrungen sind, verschwinden dann einfach so. Und da wissen wir einfach nicht, was passiert. Ja, natürlich werden einige überfahren, aber die dokumentiert man dann auch. Und bei anderen bleibt es einfach unklar. Und ich denke, die Öffentlichkeitsarbeit ist da ein ganz wichtiger Parameter, weil wir alle verlernt haben, diese Tierart gab es bei uns Jahrhunderte nicht. Ja, also seit spätestens dem späten Mittelalter war sie verschwunden. Das ist in Polen eine völlig andere Situation. In Polen war der Elch niemals verschwunden. Die Akzeptanz dort, das Leben mit dem Elch, wer mit den Leuten redet, das ist das Normalste der Welt für die. Ja? Das ist wie bei uns das Rehwild, das Rotwild. Da würde ja auch keiner drüber nachdenken, die gehören hier nicht her. Der Elch ist eigentlich natürlich eine heimische Wildart, war hier über viele tausende Jahre verbreitet und ist dann, wie gesagt, durch die Parameter, die Nina vorhin aufgezählt hat, hier in Deutschland, Mitteleuropa verschwunden. Und ich denke, dass das, wie gesagt, die Lebensräume sind da. Das zeigen uns eben auch die ganz tollen Daten von der Humboldt-Uni bezüglich ihrer Habitatmodellierung. Grundsätzlich ist der Elch ja auch eine anpassungsfähige Art. Wir sehen auch anhand so der ersten Daten von dem Sender Elch, die kommen mit der Kulturlandschaft, mit den Menschen, mit der hohen Besiedlungsdichte, auch mit der Straßendichte zurecht. Und sicherlich der Schlüsselfaktor, ob es irgendwann mal hier zu einer Etablierung kommt von einer kleinen Population. Wir werden niemals eine Situation haben wie in Schweden oder in Ostpolen. Das ist aber wirklich der Mensch. Lässt er es zu? Ist er bereit dazu? Werden die Tiere, die jetzt irgendwann immer mehr kommen wahrscheinlich, geduldet? Dann gibt es eine Chance, dass sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten hier vielleicht eine kleine Population in den geeigneten Lebensräumen, das ist natürlich vor allen Dingen der Osten Deutschlands, etablieren kann. Und dann werden die Konflikte auch extrem überschaubar bleiben. Das ist ja, wie gesagt, was Nina angesprochen hat, so mit Wildschäden und sonst was. Wir brauchen uns über Wildschäden, glaube ich, überhaupt nicht zu unterhalten. Bei den gigantischen Schalenwilddichten, die wir momentan hier in Mitteleuropa haben, bezogen auf Rehwild, Rotwild und teilweise Dammwild, das wird der Elch nicht mal in Bruchteilen erreichen, wenn da mal 10 Tiere irgendwo jetzt in Brandenburg leben. Das sind einfach völlig andere Dimensionen. Also wenn wir wirklich was gegen Verbiss machen wollen, dann müssen wir natürlich die Schalenwildbestände mal anpassen. Okay. Dann noch eine Frage. Genau, du hattest gesagt, dass es oft dazu kommt, wenn ein Elch zum Beispiel in einer Kuhherde gesichtet wird, dass eine letale Entnahme erfolgt. Wie sieht das aber aus? Kann es auch sein, dass die Elche einfach dann weggebracht werden? Also werden die dann auch zum Teil vergrämt oder werden die sediert und wegtransportiert? Genau, also das war ja dieser konkrete Fall jetzt mit dem Senderelch. Da ist das genau so passiert. Der wurde immobilisiert und dann in einem Elchhänger paar Kilometer weggebracht. Und das hat in dem Fall auch wirklich sehr gut geklappt. Der ist nie wieder zu dieser Weide zurückgekehrt. Eine Vergrämung funktioniert meist nicht, weil wenn die sich wirklich mit den Weidetieren so sozialisieren, dann haben die ein unheimliches Sicherheitsbedürfnis innerhalb der Herde und lassen sich tatsächlich jetzt nicht da vertreiben. Also das wurde auch probiert, auch mit anderen Tieren schon. Dann treibt man die ganze Herde sozusagen über die Weide, aber der Elch bleibt mittendrin. Also zumindest gab es da bisher jetzt noch keine wirklichen Erfolge. Und ansonsten die letale Entnahme
Das wurde in der Vergangenheit, wie gesagt, gemacht. Diese Anträge gab es immer, aber mittlerweile wird da in Brandenburg eine andere Strategie gefahren. Das ist sozusagen wirklich das letzte Mittel. Dann gibt es aber erstmal den Versuch, mildere Mittel anzuwenden. Und das ist halt in dem Fall jetzt wirklich der Versuch der Immobilisierung und der Verbringung dann von dieser Fläche. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, was häufig passiert. Das muss man auch sagen. Also wir hatten jetzt seit der Besenderung von dem Sender Elch ID1 einmal eine Situation, wo genau dann wieder der Auftrag kam, der behördliche Auftrag kam, wo wir zu einem Einsatz rausgefahren sind. Da stand ein Elch diesmal nicht bei Weidetieren, sondern in einer Baumschule drin. Da kann er natürlich schon Schaden machen. Der stand aber nur ein paar Stunden drin. Früh morgens wurde da auch mehrmals dann von den Mitarbeitern fotografiert und die haben sich natürlich auch erfreut daran. Aber als wir dann am späteren Vormittag da mit dem gesamten Equipment und mit Hänger und sonst was ankam, war er längst wieder weg. Das war in dem Fall tatsächlich mal ein weibliches Tier. Das ist ja, wie gesagt, wirklich die Ausnahme. Da hat es wirklich ein weibliches Tier so weit nach Westbrandenburg sogar geschafft, sich auch wirklich heimlich durch die Landschaft zu bewegen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wir haben es hier natürlich mit einer extrem großen, unserer größten Cervidenart zu tun, wo man denkt, Mensch, die kann sich hier überhaupt nicht unbemerkt bewegen. Und wir haben es immer wieder mit der Situation zu tun, dass da Elche irgendwo auftauchen, wie gesagt, teilweise weit in Westbrandenburg. Und die wurden, da gab es vorher keinerlei Hinweise, dass sie gesichtet oder dokumentiert wurden. Und auch der Senderelch, der ist teilweise gerade im Sommer jetzt wochenlang unterwegs, ohne dass der irgendwie wahrgenommen wird, dass es irgendwelche Meldungen gibt. Die Kollegen vor Ort sagen dann immer, bewegt sich wie so ein Geist in der Landschaft. Also schaffen selbst diese wirklich großen Säugetiere, sich in unsere dicht besiedelten Kulturlandschaft mehr oder weniger heimlich fortzubewegen und zu leben. Das ist wirklich spannend. dann zum Thema Erderwärmung ist ja für viele Tiere ein großes Problem. Wie sieht das beim Elch aus? Wir wissen, dass der Elch auch unter Hitzestress leiden kann. Gibt es da schon Erkenntnisse, auch zum Beispiel in Skandinavien, ob sich das auf die Tiere auswirkt? Ja, also das wird in der Wissenschaft gerade sehr intensiv diskutiert, gerade auch in Bayern, ob das da eine Rolle spielen kann. Das ist völlig richtig. Elche sind extrem wärmeempfindlich und deswegen ist es ganz wichtig, dass im Lebensraum immer viele Feuchtlebensräume vorkommen, weil das macht auch unser Senderelch. Im Sommer zieht er sich wirklich in diese großen Röhrichtkomplexe zurück, steht dann auch wirklich im Wasser drinne und kühlt sich. Und wenn die Bedingungen gegeben sind, dann kommt er auch wirklich, also wir hatten ja hier in Brandenburg 2019, 2020 extrem heiße Sommer und damit ist er offensichtlich gut zurechtgekommen, auch dann bei Direktbeobachtungen. Er sah also konditionell immer völlig fit aus. Ist ja, wie gesagt, mittlerweile ein stattlicher Bulle, 6 Jahre alt. Aber in Bayern wird dann schon auch diskutiert, ob es gegebenenfalls dann Vertikalbewegungen gibt während der Sommermonate in Gebiete, wo der den höheren Temperaturen ausweichen kann. Und klar, aus Skandinavien kennen wir das ganz, ganz charakteristisch, vor allen Dingen aus Schweden, dass dort wirklich saisonale Wanderungen stattfinden in den Sommermonaten in die Berge hinein, sicherlich auch so ein bisschen so ein Fluchtverhalten bezogen auf Stechinsekten. Und im Winter ziehen die dann wieder runter in die flacheren Gebiete und verbringen den Winter teilweise wirklich viele, viele Kilometer entfernt von den Sommereinständen. Und da spielt sicherlich dieses Ausweichverhalten bezogen auf die Temperaturen eine gewisse Rolle. Aber grundsätzlich, das ist so der Wissensstand, dass wenn die Habitatbedingungen gegeben sind, wenn also viele Feuchtlebensräume da sind, dann kommen sie damit klar. Wenn das nicht ist, dann kann es wirklich ein Problem werden für die einzelnen Tiere. Okay. Dazu direkt noch, wie ist das gemeint mit Vertikalbewegungen? Höher gelegene Regionen? Genau, einfach immer in höher gelegene Regionen abzuwandern. Das ist in Brandenburg natürlich nicht möglich, aber in Bayern wäre das schon möglich und in Schweden, wie gesagt, die wandern dann meistens nach Westen, nach Norwegen auch rein, die großen Populationen und stehen dann halt deutlich höher als in den Winterstreifgebieten. Okay, gut. Ich schaue mal eben kurz. Eine letzte Frage haben wir noch. Warum sind europäische Elche weniger aggressiv als nordamerikanische Elche? Also grundsätzlich ist es eine andere Unterart. Wir haben es beim Elch ja mit 8 Unterarten zu tun, die auch wirklich phänotypisch sehr unterschiedlich sein können. Von der kleinstlebenden Art bis zur größtlebenden Art in Kanada, die sind schon sehr unterschiedlich und da gibt es sicherlich Anpassungen und sicherlich auch ethologische Anpassungen, dass sie sich gegebenenfalls unterschiedlich verhalten.
Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also da, ich war noch nicht in Amerika und habe da Elche beobachten dürfen, dass die jetzt tatsächlich ein anderes Verhalten und ein größeres Aggressionsverhalten zeigen, als das bei den mitteleuropäischen Elchen der Fall ist. Also ist mir nicht bekannt, kann aber natürlich sein. Und wenn dann, wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass es einfach wirklich damit zusammenhängt, das, was hier doch mit unterschiedlichen Unterarten zu tun haben. Okay. Leonie, es ist gerade noch eine Frage kurz reingekommen. Soll ich die noch stellen? Haben wir noch Zeit? Oder? Ja, dann machen wir am Halbschluss. Okay. Genau, dann nochmal zu den Wanderungen. Wobei das ja nur im Bayerischen Wald relativ reglementiert gehen würde, von der Höhenlage her. Im Alpenraum wäre das was anderes, aber ein Dispersal bis dahin ist eher ausgeschlossen, Frank? Also ich beziehe mich jetzt auf sozusagen diese Population, die wir in dem Dreiländereck da unten haben. Das ist halt unsere auch eine ganz wichtige und spannende Population für die Art, die südwestlichste Population in Kontinentaleuropa. Und die lebt also wirklich schwerpunktmäßig auf tschechischer Seite, vereinzelt auf österreichischer Seite und eben, wie gesagt, mit dem Schwerpunkt so vor 10, 20 Jahren, wo viele Tiere auch nach Bayern gekommen sind und sich da offensichtlich auch sehr wohlgefühlt haben. Und da sind schon auf jeden Fall auch Vertikalwanderungen auch auf tschechischer Seite möglich. Das ist ja relativ bergig da. Das ist ja auch relativ kleinräumig teilweise, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann immer sozusagen vom Gebirgsvorland in die Gebirge reinziehen müssen, sondern das sind dann wirklich Tallagen und Berglagen, die dann dafür genutzt werden können. Alles klar, danke dir, Frank. Super, dann hätte ich noch eine letzte Frage, weil Frank, du hast eigentlich auch schon so ein bisschen da, du bist schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Was ist denn deine Prognose, wie das mit der Elchpopulation in Deutschland weitergeht? Was würdest du sagen, wie es 2030 oder auch später hier aussehen könnte? Ja, also der Schlüssel sind wir. Lassen wir das zu oder lassen wir das nicht zu? Lassen wir das zu, weil wir durch eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht kann das Los Bonasos-Projekt da ein bisschen dazu beitragen, die Angst zu nehmen. Dann würde ich davon ausgehen, dass wir du sprachst 2030, dass wir also 2030 definitiv die erste Reproduktion hier hatten. Wir hatten, das muss man auch sagen, wir hatten ja auch schon Reproduktionsereignisse. Letzte definitiv nachgewiesene Reproduktion auf deutschem Boden fand 1980 statt, als zwei Kälber bei Frankfurt-Oder, westlich von Frankfurt-Oder, dokumentiert wurden. Das war definitiv eine Reproduktion auf deutschem Boden. Das war aber auch eine Hochzeit, wo es also vor allen Dingen in Westpolen noch eine einzelne stabile Population gab, die reproduziert haben. Die sind ja dann auch in den 90er Jahren völlig weggebrochen. Und das ist auch bis heute die Situation, das ist vielen vielleicht auch nicht bewusst, dass die Elche, die jetzt in Brandenburg und Deutschland auftauchen, sind jetzt nicht irgendwelche Tiere in der Regel, die irgendwie aus Westpolen stammen, weil da haben wir praktisch auch noch keine Population bis auf Nordwestpolen. Da gibt es eine kleine Population von vielleicht noch 10, 20 Tieren. Aber genetisch hat sich immer wieder gezeigt, dass die meisten Elche, die hierher kommen, die dann mal genetisch untersucht wurden, Weitwanderer sind, die aus Nordostpolen stammen. Also aus der Kernpopulation an der Biebscha, wo der Elch, wie gesagt, nie ausgestorben ist. Die haben da so einen ganz charakteristischen Haplotyp. Und zum Beispiel auch der Senderelch hat genau diesen Haplotyp, sodass wir davon ausgehen, oder die Genetiker davon ausgehen, dass der also wirklich so ein Weitwanderer ist, der aus Nordostpolen durch ganz Zentralpolen, Westpolen durchgewandert ist und dann hier in Brandenburg angekommen ist. Und wie gesagt, die ersten Hinweise, dass es Tiere gibt, die sich längere Zeit hier aufhalten. Es gab auch mal einen Bullen, auch bei Frankfurt oder der definitiv über Monate dort auch im Gebiet war. Weibliche Tiere kommen immer mal wieder rüber und wenn die zusammentreffen, dann wird es relativ schnell zu einem Reproduktionsereignis kommen. Und wenn das dann zugelassen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es also in geeigneten Lebensräumen, wenn wir uns mal wirklich den Lebensraum jetzt anschauen, wo der Senderelch steht, Naturpark Nuthe-Nieblitz, Niederungsgebiet, idealer Lebensraum tatsächlich, haben auch alle Habitatmodelle bisher so ergeben, dass es da so eine kleine Population von 10, 15 Elchen geben kann und dass es dann wirklich naturalisierte, autochthone Populationen auch auf deutschem Boden geben kann. Aber das entscheiden wir Menschen, ob wir das zulassen. Okay. Ja, das ist aber eigentlich ganz gute Aussicht. Dann bleibt es auf jeden Fall spannend und wir schauen, wie es weitergeht und betreuen uns natürlich auch weiter mit dem Projekt Wash Bonassus Crossing. Ja, wir sind dann am Ende von unserem heutigen Gespräch über den Elch in Deutschland. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Vielen Dank, Frank, dass du uns da mitgenommen hast in deinen Arbeitsbereich, in die Besenderung und wie das mit den Elchen in Deutschland und ja auch letztendlich Europa aussieht. Danke auch dir, Samantha, für die Unterstützung. Und ja, bei Fragen, wie gesagt, jederzeit an meine E-Mail-Adresse hier schreiben. Und dann freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.